Moin Leute, was geht? Hier ist wieder euer Geist. In dem heutigen Video möchte ich euch einen neuen Zombie-Glitch zeigen. Und zwar, wie man unter die Map kommt. Ich habe gerade schon ein Video hochgeladen, Leute, darüber. Aber genau in dem Moment kam ein Patch. Dann habe ich das Video wieder rausgenommen, weil ich nicht wusste, ob es jetzt gepatcht wurde oder nicht. Aber es klappt. So, ich zeige euch das Ganze jetzt noch einmal. Ihr braucht dafür Selbstwiederbelebung auf Stufe 2 und euren Ätherschleier auf Stufe 3. So, wenn ihr das alles habt, dann geht ihr dahin, wo ich jetzt hingehe. Und zwar dieser Baum hier muss links von euch stehen. Quasi müsst ihr dann rechts davon stehen. Dann schaut ihr hier Richtung Büsche und aktiviert euren Ätherschleier. So Leute, jetzt, wenn ihr hier drinnen seid, kriegt ihr Damage, aber das macht nichts, weil ihr eure Selbstwiederbelebung auf Stufe 2 habt, haltet ihr euch so schnell, dass ihr nicht down geht. Jetzt folgt einfach dem Weg, den ich gehe. Versucht euch den Weg am besten zu merken, Leute. Der ist eigentlich auch ganz easy. Wenn man das ein, zweimal gemacht hat, hat man den drauf. So, wenn ihr dann beim Tunnel seid, könnt ihr einfach drunter durch. Ihr seht schon, wir kommen durch den Boden, können durchlaufen. Dann läuft ihr einfach hier durch, geradeaus weiter. Hier läuft ihr so ein bisschen links entlang. Hier müsst ihr drüber springen. Dann wieder am Rand entlang, hier runter. Dann wieder so weit am Rand, genau. So Leute, wir sind jetzt wieder am alten Spot. Hier könnt ihr eure Zombies sammeln, wie vorher auch. Hier habt ihr auch wieder eure Munition. Oder ihr könnt auch, wenn ihr auf Headshots gehen wollt, zum Beispiel, ihr geht ein Stück weiter am Flug an der Munition vorbei hier. Dann könnt ihr hier an der Pumpgun einmal springen, dann sammeln sich die Zombies da vorne und ihr könnt hier locker easy auf Headshots gehen. Um nun wieder aus dem Glitch rauszukommen, Leute, müsst ihr einfach den Weg, den ihr hier lang gegangen seid, wieder zurücklaufen. Und zwar läuft ihr hier rechts, bisschen rechts vorbei, dann nach links. So, hier geht's wieder hoch. Hier nehmt ihr am besten ein bisschen Anlauf und springt, Leute. Dann duckt ihr euch. So, wenn ihr dann wieder am Tunnel seid, müsst ihr einfach nur noch reinspringen und ihr seid in der Map. So, das war's auch schon mit dem Video, Leute. Falls euch das Video gefallen hat, lasst doch ein Like da, schreibt mir in die Kommentare. Und wer noch kein Abo bei mir hat, der kann das an dieser Stelle sehr, sehr gerne ändern, Leute. Vielen Dank für alles und bis zum nächsten Video. Ciao.